Hallo liebe Arcada Club-Freunde, wie immer zeige ich euch Webseiten oder spannende Apps, die möglichst viele tolle Funktionen für euch bieten. Und eine ist wirklich eine wunderbare Webseite, die ich euch da vorstelle. Das ist TinyWow. Und der Name sagt schon, einen kleinen Wow-Effekt wird man dabei erleben. Denn diese Seite bietet so ziemlich alles und zwar kostenlos an, was das Designerherz begehrt. Und schaut mal hier, man kann hier PDF-Dateien in Word-Dateien umwandeln. Man kann hier Bilder in der Größe verändern oder hochrechnen oder PDF zu PowerPoint-Präsentationen umwandeln oder Bilder unscharf zeichnen. Und das schauen wir uns mal an, denn wir hatten ja vor kurzem das mal gezeigt, dass es da verschiedene Methoden am Mac gibt, unter anderem auch einen Kurzbefehl. Aber hier könnt ihr tatsächlich ein Bild hochladen. Und übrigens, diese Webseite verspricht einem, dass diese Bilder nach einer Stunde auch wieder gelöscht werden. Aber hier muss man auch immer anklicken, dass man kein Roboter ist. Ihr kennt das ja, diese CAPTCHA-Codes, die dann immer angegeben werden müssen. Es dauert ein bisschen, weil die Seite wahrscheinlich eine Menge zu tun hat, wenn die weltweit kostenlos zur Verfügung steht. Aber es lohnt sich, da einen kurzen Moment zu warten. Schaut mal, hier ist das Originalbild und jetzt kann ich hier diesen Blur, also diesen Unschärfe-Effekt einstellen und anschließend auf Blur klicken. Muss ich nochmal sagen, dass ich kein Roboter bin. Und nun wird das Bild entsprechend umgerechnet und mir zum Download angeboten. Wie gesagt, es dauert immer ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben, aber es lohnt sich, darauf zu warten. Die Ergebnisse sind wirklich toll. Hier kommt das Bild dann anschließend in Originalgröße zu euch wieder zurück. Schauen wir uns noch eine andere Sache an, die da ist, denn diese Webseite hat noch spannende andere Sachen. Denn unter anderem auch das, was viele von euch immer gerne machen, Hintergründe entfernen. Remove Background. Hier ist das vorhanden und auch hier kann ich ein Bild herhochladen. So, und ich nehme mal hier eine Datei von meinen Fotos, die habe ich hier und nun sage, ich möchte den Hintergrund entfernen und zwar ersetzen durch einen transparenten Hintergrund. Das kann ich hier ein- und ausschalten oder ein Bild hinzufügen oder eine Farbe hinzusetzen, aber wir wollen einfach einen transparenten Hintergrund haben und dann fängt diese Webseite an, das Bild zu berechnen und bietet auch mir das anschließend zum Download an. Seht ihr, hier steht nochmal, dass alle Bilder nach einer Stunde auch gelöscht werden. Da ist der Hintergrund und ich kann das jetzt hier herunterladen und es kommt als PNG-Datei mit diesem transparenten Hintergrund bei mir an und das kann ich jetzt in beliebige Dokumente einfügen und habe da den Hintergrund entfernt. Alles das kostenlos und ohne große Anmeldung, alles das findet ihr hier auf TinyWow und da gibt es noch eine Menge mehr. Ja, es gibt hier zum Beispiel auch das Komprimieren von PDF-Dateien und das Umwandeln in alle Formate, zum Beispiel Videos auch in GIF-Format umwandeln, also animierte GIF. Ja, also da könnt ihr wirklich mal durchschauen. Da ist eine ganze Menge dabei, was so derzeit aktuell an spannenden Konvertierungen für Bilder und eben auch Musikfiles oder Dokumente möglich ist. Ja, das soll es gewesen sein. Falls ihr keins solcher Videos verpassen wollt, klickt gerne Abonnieren an. Ihr könnt auch noch Gefällt mir anklicken bei YouTube und das Glöckchen anklicken, denn dann kommt ein Hinweis, sobald ich solche Videos online stelle. Bis dahin sage ich, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Video.